Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich hatte ja gesagt, wir machen in 2022 mal etwas Neues. Okay? Und Kagraf 89 ist bereits produziert und wird wahrscheinlich Mitte nächster Woche irgendwann kommen. Ne? Muss ja jetzt Stammdaten pflegen und pipapo. Aber wird kurzum für euch verfügbar sein und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was ihr davon sagt. Und wenn das Feedback genauso gut ist oder neutral ist, ja, oder gar keins kommt, ne? Ich sage ja immer, wer sich nicht beschwert, der lobt genug, dann glaube ich, wird das eine ganz coole Sache. Ne? Aber darum geht es nicht. Ich habe ja gesagt, wir werden jetzt in 2022 was anderes machen und wir stellen ja jetzt hier auch sehr viele Werkzeuge vor, alles so Dinge, die du für deine Garage brauchst. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wir fangen jetzt mit dem ersten Produkt an, welches du mit deinem Wunschtext bekommen kannst. Okay? Seht es als Testballon. Das heißt, ich habe nur ganz, ganz wenige. Ich weiß, dass Verknappung immer dafür sorgt, dass die Leute dann jetzt, das macht er nur, um jetzt die Sachen zu pushen und so. Nein, das ist ein Versuch und deswegen habe ich auch nur ein paar Stück. Ja? Und das bedeutet, dass du dein eigenes markiertes Produkt bekommst bei mir. Ja? Du bestellst also praktisch ein Produkt und ich markiere dir das mit deinem Wunschtext. Und ich dachte mir, Mensch, was können wir denn da als erstes so nehmen? Und da fiel mir eigentlich der Klassiker ein. Ein Teil, was ich sehr gerne benutze, was eine gewisse Wertigkeit hat und was dafür super geeignet ist. Und das ist dieser Reifenprofiltiefenmesser. Den kennt ihr mittlerweile alle. Ich benutze ihn sehr gerne, weil ich sag mal, gerade in meinem Alter brauche ich eine große Anzeige. Da kann ich mit diesem Messschiebermodus nicht mehr so viel anfangen. Ne? Also ich kann also relativ simpel und einfach, ne, wie mit so einer Stoppuhr, das Ding hat so 50 mm Durchmesser, kann ich super ablesen. Sag mal, schwarzer Zeiger auf weißem Hintergrund, das funktioniert wunderbar. Okay? Und den kannst du jetzt bei mir bestellen. Wie gesagt, das ist der erste Testballon. Wir gucken, wie das ankommt. Und darauf drucke ich dir deinen Wunschtext. Deinen Namen, dein keine Ahnung was, ja, vielleicht deinen eigenen Namen oder den Namen deines Schraubers oder was auch immer. Ja, das Ganze kommt dann gelasert und darunter kommt natürlich mein Name, weil ich die sowieso als Produkt natürlich auch kennzeichnen muss. Wahrscheinlich wird hier noch die Artikelnummer drunter kommen. Und dann kannst du dieses Produkt mit deinem Namen bestellen. Okay, das soll jetzt quasi eine Auftaktreihe werden. Genauso wie wir damals mit Kagraf 69 mal angefangen haben, werden wir uns jetzt dieses Jahr vielleicht, wir werden es gucken, um diese Sache kümmern. Okay, so, und markieren kann man ja relativ viel. Ich habe sehr viele Sachen schon gekauft, die aber alle noch so in der Bearbeitung sind. Und ich dachte mir, wir müssen natürlich jetzt auch einmal wirklich den Arbeitsprozess stehen haben. Wer mich kennt, ich muss immer erst den Arbeitsprozess stehen haben und dann kommt die ganze Sache von alleine. Das heißt, wie kannst du mir denn jetzt ganz einfach den Text mitteilen? Und wir wollten da keine großen Shop-Veränderungen machen, weil wir erstmal gesagt haben, hey, wir müssen nur erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert, ob die Leute da Bock drauf haben. Als Geschenkidee ihren eigenen Namen oder was weiß ich auch hier hinten drauf, dir ist schon klar, dass wir hinten keinen Duden draufdrucken, sondern das wird also praktisch ein einseitiger Text sein, den du dir dann hier hinten draufdrucken kannst, was auch immer. Ja? Wie kann man das jetzt am besten organisieren? Und deswegen haben wir es ganz einfach gemacht, wieder keep it simple, ja, keep it simple, ganz einfachen Text. Und zwar, wenn du dieses Produkt bestellst, bekommst du eine Bestellbestätigung. Das ist so. So. Und in dieser Bestellbestätigung steht das Wort Wunschtext. Da blende ich dir jetzt auch mal was ein. Ja. Und du kannst jetzt nicht unbedingt in deine E-Mail sofort reinschreiben. Ich weiß nicht, welches E-Mail-Programm du benutzt, aber es kann natürlich sein, dass du als erstes auf Antworten klicken musst, um dann später unten in die Mail reinzuschreiben. Okay? Du klickst also auf Antworten und schickst dann letztendlich diese Bestellung an die Bestell-E-Mail wieder zurück. Aber vorher löscht du das Wort Wunschtext und schreibst deinen Text da rein. Das habe ich euch jetzt wahrscheinlich auch hier angezeigt. Also es ist ganz einfach. Du bekommst eine Bestellbestätigung. Du gehst auf Antworten, änderst dann das Wort Wunschtext und schickst mir dann die E-Mail entsprechend zurück. So einfach ist das. Und achte natürlich auf Groß- und Kleinschreibung. Ne? Wir kontrollieren nicht deinen Text. Okay? Das, was wir allerdings machen, ist, und deswegen ist das auch für dich ganz wichtig, ich kann dir natürlich keine Markennamen da drauf drucken. Ne? Nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, ey, da drucken wir jetzt mal, ne, so die gefakten Nike-T-Shirts, die es überall so gibt. Nein.
Das heißt, wir werden individuell prüfen, ob das, was du uns als Text mitgibst, nicht eine geschützte Marke ist, weil wir wollen uns da ja nicht strafbar machen und du wahrscheinlich auch nicht. Ja? Und deswegen achte darauf, dass du deinen Text vielleicht auch erstmal prüfst. Ja? Wenn du jetzt rein zufällig Nike heißt, was ich jetzt mal nicht glaube, und ich sollte das mit Nike bedrucken, kann es sein, dass wir das nicht tun werden. Und dann wird die Bestellung storniert und dann geht jeder wieder so seinen Weg, beziehungsweise kannst du einen anderen Text aussuchen. Jetzt geht es natürlich los mit Größe, mit Bildern und Pipapo. So weit sind wir noch nicht. Du kriegst einen einzeiligen Text, das ist jetzt der Anfang, das ist dein Name. Das Ganze senden wir dir dann sofort und umgehend zu. Ja? Das ist in dem Fall der Reifenprofiltiefenmesser. Das Ganze wird lasermarkiert, es wird nicht gedruckt, es wird also auch nicht abgehen. Das ist also eine Lasermarkierung. Und hier unten, das wird sein zur Artikelidentifikation. Okay? Und ja, also, wenn ihr Bock darauf habt, ich habe euch eine Handvoll Artikel unten verlinkt. Und es dient dazu, diesen Prozess ans Laufen zu bekommen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ey, der macht jetzt erstmal was und der weiß gar nicht, ob das funktioniert. Doch, die Technik steht, die Form steht, der Laser funktioniert, wir haben Produkte da. Ja, also das ist schon alles so, wie es sein muss. Die Sache ist natürlich ganz einfach, wo wir uns jetzt natürlich Gedanken müssen, ist das vielleicht für die Leute zu kompliziert? Ja, das wissen wir nicht. Das ist jetzt der Faktor Mensch, ja, der aber nicht für uns, ich sag mal, wo es nicht an uns scheitert. Wo wir jetzt sagen, okay, schafft es ein Mensch, eine Bestellbestätigung auf Antworten zu klicken, den Text oder das Wort Wunschtext da rauszunehmen, seinen Text reinschreiben und die ganze Sache zurückzuschicken. Und da wissen wir nicht, ob da vielleicht eher der Schwachpunkt ist. Weil eine Bestellbestätigung kann natürlich auch im Spam-Ordner landen. Ne? Also nicht bei uns, sondern bei dir. Ja? Deswegen solltest du auch immer sicher sein, wenn du etwas bestellst, dass du auch eine Bestellbestätigung bekommst. Ja, wie gesagt, die Anzahl ist limitiert. Das hört sich immer bescheuert an, ich weiß das. Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob das Ganze wirklich so funzt, beziehungsweise was so als nächstes kommt. Das, was wir allerdings noch machen werden, wenn diese 5 weg sind, bin ich am Überlegen, ob es Möglichkeiten gibt, dieses Produkt zu reservieren. Ja, das ist noch das, was auf ist. Wahrscheinlich müssen wir gucken, ja, vielleicht füge ich das dann später nochmal an. Und ja, ich bin gespannt. Ja, also das ist wirklich das neue Projekt. Das ist auch Produkt Nummer 1, was du lasermarkiert mit deinem Namen für deine Garage und für deine Anwendung von mir bekommen kannst. Die Sachen, die zum größten Teil angeboten werden, benutze ich selber. Und das ist der feine Unterschied daran. Ich weiß daher, ob die Sachen funktionieren. Ich weiß natürlich nicht, ob sie deinen Qualitätsgedanken entsprechen. Das weiß ich natürlich nicht. Ja? Aber letztendlich ist es ein cooles Gadget, kann jeder gut gebrauchen und hebt sich natürlich ein bisschen von diesen ganzen Plastikdingern, die es so gibt, einfach ab. Weil diese kleinen Plastikdinger sind hier auch, ich sag mal, laufen weg, um das mal so zu sagen, ja? Und sind vielleicht auch ein bisschen zu klein, um das irgendwann so abzulesen. Das Ding finde ich richtig nice und ja, so wird es ablaufen. Das ist also quasi das Projekt, das Wunschtextprojekt, wenn man es so nennen möchte, oder Wunschmarkierungsprojekt. Und wir werden wie immer mit einer Sache anfangen und werden das Ganze dann systematisch ausbauen. Ja? Wollen wir schauen, ob das funktioniert. Und wenn, ich sag's mal so, die 15 Stück, die ich da jetzt habe, ja, wenn die weg sind und es stellt sich heraus, das ist für die Leute zu kompliziert, das ist vielleicht also auch zu aufwendig und das kriegen wir irgendwie alles nicht so hin, dann haben eben diese 15 Leute eben ein Unikat und ja, ist doch vielleicht auch was Besonderes. Ihr findet den Artikel unten in der Videobeschreibung, findet ihr auf kgraf.store, findet ihr die Sachen. Und wir werden also, sofern das angenommen wird, erst im Februar richtig damit durchsteigen und sind natürlich dann auch auf Input von euch angewiesen. Und das können natürlich die Artikel sein, das können die Qualitätsanforderungen sein, aber wir wollen natürlich hier mit gut und günstigen Sachen ganz einfach schrauben und basteln und da, ja, denke ich mir, sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt.
Also, nochmal zum Bestellablauf. Ich wiederhole es extra noch einmal, weil wir wirklich die Befürchtung haben, kann das sein, dass das zu schwer ist. Wir hatten dann erst überlegt, mit irgendwelchen zusätzlichen PDF-Dokumenten zu arbeiten, wo du ein Formular, wo du deinen Text eingibst und so weiter und so fort. Das wird vielleicht alles noch kommen, wo wir gesagt haben, das könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Aber wir haben jetzt im ersten Step darauf verzichtet. Das heißt, du klickst auf den Link, schließt die Bestellbestätigung ab, ganz normal, kriegst per Mail, mit der du dich registriert hast, eine E-Mail, eine Bestellbestätigung. Diese Bestellbestätigung öffnest du mit deinem E-Mail-Programm, gehst auf Antworten, weil du sonst wahrscheinlich nicht in deine E-Mail reinschreiben kannst. Das hängt natürlich immer so ein bisschen von dem E-Mail-Programm ab. Ja, ich kann das zum Beispiel mit meinem E-Mail-Programm nicht, sondern ich muss erst auf Weiterleiten oder auf Antworten klicken. Du klickst auf Antworten, gehst dann in das Dokument rein, löscht das Wort Wunschtext, schreibst deinen Wunschtext rein und dann schickst du uns das zurück. So einfach ist es angedacht. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Und Versuch macht klug, ihr wisst es mittlerweile und ich freue mich drauf. Und wie gesagt, wir werden einen einzeiligen Text und unsere Artikelmarkierung natürlich entsprechend da drauf drucken. Das ist das erste Produkt als Geschenkidee zum Selbermachen oder was auch immer. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Ihr könnt mir generell ein Feedback zu diesem Projekt, wenn man es nennen möchte, dalassen. Und ich glaube, dass das eine ganz coole Geschichte ist. Und ja, es kommt im Moment ziemlich viel auf einmal, aber Cargraph 89 ist auch wirklich kurzum fertig. Es hat sich einfach alles ein bisschen verzögert, warum auch immer. Ja, manchmal ist es auch müßig, da jetzt irgendwie einen Schuldigen oder einen Sündenbock zu suchen, sondern einfach nur zu überlegen, okay, wann kommt es, wie lange brauche ich und wie kriegen wir das dann praktisch hin. Da habe ich auch mega Bock drauf, aber das wird jetzt so die Sache sein. Und ihr könnt wie immer mitmachen. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt sagen, okay, was braucht ihr in eurer Garage oder was hätte ich ganz gern als Geschenkidee markiert, was hätte ich irgendwo vielleicht für mich selber und oder für Freunde, für Family and Friends als Geschenke oder wie auch immer. Aber wir sprechen als erstes mit Dingen, die sich in der Garage befinden. Die Technik gibt das her, auch andere Sachen zu machen, nur man muss sich auch erst da ein bisschen fokussieren und überlegen, wie kann man es denn am besten machen. Wenn ich jetzt sage, ich kann alles markieren, dann mache ich nachher einen Bauchladen auf und das Ganze funktioniert dann nicht so, wie sich die Leute das vielleicht vorstellen, beziehungsweise so, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen bin ich echt gespannt, ob das so funktioniert, wie man sich das manchmal so ausdenkt. Aber ganz ehrlich, Leute, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Bock darauf hat oder sagt, nee, das gefällt mir nicht, aber was anderes würde mir gefallen. Dann hau es runter in die Videobeschreibung oder schick mir eine Mail dazu. Und ich habe diverse Sachen noch auf der Pfanne und wir starten aber jetzt erstmal. Es ist wichtig zu beginnen, auch wenn es nicht perfekt ist. Und wir hoffen, dass wirklich das verstanden wird, weil es nicht in unserer Hand liegt. Ja? Also wenn wir das jetzt selber machen, dann ist das so, dann ist das einfach. Aber wir legen dir jetzt in die Hand, auf die Bestellbestätigung zu antworten. Und wenn du darauf nicht antwortest, dann können wir dir natürlich auch keinen Text da drauf machen. Ja? Wir haben uns auch noch nicht überlegt, wie man dann jetzt, okay, ich will das Produkt aber haben, aber ohne Text. Darüber haben wir uns auch noch keine Gedanken gemacht, sondern wir sagen ganz einfach, das wird kargraphisiert oder personalisiert, je nachdem, wie du es betrachten möchtest. Und das wird die Geschichte sein für 2020. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Das ist Teil Nummer 1. Und ja, ich bin echt gespannt, was ihr zu diesem Video sagt und freue mich theoretisch, wenn es funktioniert. Ne? Versuch macht klug, ihr wisst es mittlerweile. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Sobald Cargraph 89 da ist, werde ich euch das natürlich auch entsprechend mitteilen und dann geht's weiter. Ja, das wird noch lustig werden, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Deswegen, ich freue mich drauf, gebt mir ein Feedback dazu und gemeinschaftlich lernen und dann schauen, wie wir das am besten so voranbringen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst, haut rein, ciao, ciao.